Ah, ja. Ich muss so einen kurzen Moment warten, bis es dann schon hochfährt. Also dann nicht in diesen Stachel springen. Und auch nicht in den laufen. Das Ganze auch nicht zu langsam machen. Ach, komm schon. Wenn man alles richtig macht, dann sieht das so aus. So nicht. Ah, lass es die H+B rangehen. Könnte es auch so machen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht langsam. Ja, ich glaube, da muss ich noch mehr. Mama, ich habe es doch schon hingekommen so oft. Wieso geht denn das nicht einfach jedes Mal? Wieso kann ich nicht einfach jedes Mal Erfolg haben, wenn ich irgendwas beim ersten Mal versuche? Wieso muss ich das mehrfach versuchen? Was soll denn das? Ich finde ja, ich sollte immer beim ersten Mal bei allem Erfolg haben. Immer diese Herausforderungsscheiße, das will doch keiner haben. Ich finde das doch realistisch, wir wollen keine Herausforderung. Wir wollen alles beim ersten Mal schaffen. Dann macht das Leben auch Spaß. Ich hätte gerne Waschmaschine, in die ich jetzt meinen Kopf stecken kann. Okay, jetzt will ich langsam. Nein, ich möchte das jetzt. Nein, ich möchte das nicht. Nein, lass mich. Lass mich gehen. Spiel, lass mich. So, noch eine Runde Final Level und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Mache ich denn nicht? Idiot! Alles falsch mache ich das noch. Noch eine Stunde Final Level. Und dann... Das ist immer noch nicht lang. Ich streame erst 3 Stunden. Ich nehme nur 1,5 auf und dann behaupte ich einfach, ich würde alles auch hochladen. Was gelogen ist, ist es auch eine Lüge, dass ich lüge. Das habe ich schon mal irgendwie 4 Stunden gemacht. Ne? Ich erinnere mich. Ich kann es immer noch nicht. Das ist der Wahnsinn. Sollte meinen, wenn man es ein paar Mal 100 Stunden übt, dann kann man das irgendwo, aber nee. Ich kann nicht mal den Anfang. Ich könnte nachher meinen Kopf in die Mikrowelle stecken, das wäre auch lustig. Können wir nachher was spielen, das Spaß macht. Ich habe keine Spiele, die Spaß machen. Ich spiele nur Sachen, die keinen Spaß machen. Ich könnte einfach mal Command & Conquer 4 nach oder 2 spielen. Einfach so. Das Problem fängt jetzt erst an.
das nicht berührt, okay. So, wenn du sagst, spiel! Warum speed eigentlich nicht gleich, ohne diese Guy? Können noch mehr rumschreien. Soll ich was einfaches speed dran? Stalin Subway zu. Nein, nein, wirklich nicht. Ich weiß, Delfino würde das gerne sehen, aber nein. Nein. Ja, gleich irgendwie so in der Ecke spiele Speed Run. Die gesamte Kollektion. Meinst du den ersten Teil? Nur den ersten Teil? Was? Wovon was? Stalin Subway? Weiß ich, habe den zweiten gespielt. Der war schon sehr, sehr gut. Oder meinst du die Harpo? Was mach ich denn? Ich hab alles verlernt. Muss wohl cheaten, um einen Speedrun von 15 Sekunden zu schaffen. Gehört sich die Leute, die bei Speedruns bescheißen, damit sie schneller sind. Ja, Wahnsinn. Ja, den zweiten Teil habe ich gespielt, ja. Wohl ist doch, dass ich den Speedrun, oder? Hast du das nicht mal gesagt? Die puren Skills packe ich aus. Die puren Skills. Ja klar, Speedrun. Nur das Beste hier, oder? Wie gesagt, irgendein Spiel, das gut ist. Und einfach und schön. Ich bin sicher, man kann in jeder Map aus der Map glitchen und einfach das Missionsziel erreichen. Dass man irgendwas machen muss. Ach, was? Nee, ich mach keine Let's Plays. Ich mach nur Speedruns. Auch Spiele, die ich noch nie gespielt habe. Ab sofort nur noch Speedruns. Wird alles weggedrückt. Und noch Speedruns gemacht, Leute. Gibt nur noch Speedruns. Alles wegdrücken, immer leichteste Schwierigkeitsstufe, weit schneller. Alles mitnehmen, jeden Glitch, nur einmal alles spielen, weil der Scheiße sonst. Ich hasse diese Stelle, die ist irgendwie so scheiße. Ich weiß nicht warum, aber ich komme damit nicht klar, dass diese Dinger da sind und dann muss ich Zeug tun und Dinge tun und leck mich. Und leck mich doch einfach am Arsch. Start a new game, bitte. Ich spiele den ersten Teil von Command & Conquer. Freut sich A, V, W, X. Mein Kopf fiel auf die Tastatur. Freut sich dann.
Immer ein Speedrun von Rokon ist alles 4. Das ist ganz dumm. Nein, nein. So. Ich mache ein Display vom ersten Teil von Wii. Das Spiel heißt Wii. Wow. Was soll ich Need for Speed Speedrun? Weil Speed. Kapiert? Speedrun? Speed? Need for Speed und so. Ich weiß, das ist voll klug. Die meisten meiner Zuschauer verstehen den Witz jetzt nicht. Das Speedrun von Nitro's SDOX. Ich mache einen Speedrun von Fickt euch doch alle. Ich mache einen Speedrun Hauptmenü. Ihr seht, ich bin sehr schnell im Hauptmenü. Liegt doch an der hohen Framezahl. Nur dort schafft meine Grafikkarte die 1 Million Frames. Ich kaufe immer neue Grafikkarte. Meine jetzige gibt mir nicht genug Frames, deswegen schaffe ich das hier alles nicht. Gut, nu aber. Nu aber, nu habe ich. Ich hab's in. Ich hab's im Blut, den Virus, oder was? So, jetzt hatte der Film hoffentlich auch genug Zeit, die Zeit zu anfangen zu stoppen. Kann sehr losgehen. Boah, jetzt deprimier mich immer so. Er erzählt, wie viel schlechter ich bin, als ich bin. Ich hasse Delfino, er sagt mir, wie schlecht ich bin. Wobei soll er mich doch einfach nur anlügen? Was macht der Penner immer nicht? Oh, der kommt immer her. Sagt mir die Wahrheit. Oh, muss man ehrlich sein. Du bist wunderschön, sagt er dann immer. Du riechst so gut. Da wird eh nix. Da wird was nix, hä? Ich zeig dir jetzt mal hier so. 10 Minuten, Junge. Was? Fick dich doch. Wieso bin ich jetzt da nicht mehr durchgekommen? Gut, ich sollte aufhören, ständig zu resetten. Das geht mir immer auf den Sack. Und das Raumschiff ist unglaublich kantig. Sollte aber ein paar Rundungen einbauen. Nein, ich. Sag mal! Zwei Stunden später. Hab's gleich. Ich übe noch. Ich übe die Cutscene. Ich mach den 100% Speedrun von diesem einen Spiel, wo man 2 Wochen lang warten muss, bis man durch ist. Weil, nee, über 2 Wochen, weil es erst nach 2 Wochen einen Gegenstand gibt.
Sag mal. Ich müsste im Prinzip ja. Ich müsste das mal richtig üben. Aber ich weiß nicht. Ich müsste irgendwie 8 Stunden täglich streamen und nichts anderes spielen. Wäre das bestimmt ganz easy. Kann mir nicht einfach jemand mal netto 3.000 oder so? Hast du denn seinen Mixer-Account? Ich habe keinen Mixer-Account. Was laberst du? Ich habe nicht mal einen Mixer. Also ich bitte dich. Warum habe ich eigentlich keinen Mixer? Ich sollte mir mal einen Mixer kaufen. Okay, ja. Gut, wofür? Kann ich mir Obst zusammen mixen? Toll. Kannst du tun, dass er diese. Kann ich so tun, als würde ich Milchshakes für mich und meine Freunde machen. Mache ich mal richtig viel. Dann trinke ich alles alleine und behaupte, ich hatte ganz viele Freunde zu Besuch. Ich bin ja auch so fett, weil ich immer so simuliere, dass Freunde zum Essen kamen. Sei ein Microsoft-Account, damit messe ich an. Seit wann habe ich einen Microsoft-Account? Was? Wohin den jetzt her haben? Ich habe ja nicht mal Windows. Ich hab doch gedrückt! Ach, Leute! Ey! Wow. Ich hab's gar. Gab's das früher nicht ohne Dingsbums-Account? Muss man dafür einen Microsoft-Account haben? Kann mich nicht erinnern, seinen angelegt zu haben. Können wir das nicht früher, als Skype noch irgendwie nicht Microsoft gehörte? Nochmal? Ich weiß nicht. Dem habe ich garantiert nicht zugestimmt. Ah, ist eh ungültig, ich habe es nicht gelesen. So, nehmen wir in die Euler ungültig. Euler sind ungültig, also so Sachen wie in Online-Rollenspiele, weil. Die erst nach dem Kauf gelesen werden können. Oh, sag mal! Mailadresse. War das nicht? Habe ich die nicht irgendwie damals auf eine Wegwerf-Mail angemeldet, mein Skype-Account? Ich glaube ja. Komm schon. Hatte meine E-Mail überhaupt? BillGates@scheißereich.com war die, glaube ich. Na doch. Dev-Mode jetzt durchspielen übrigens. Nein, tue ich nicht, bin ich bescheuert. Wenn ich ganz vorsichtig spiele, könnte es recht hinhauen. Nein.
Hey, jetzt sind wir gleich wieder beim Essen lang. Was? Ja, ich habe schon gebraucht, wie ihr einen Account. Warum brauche ich da einen Account? Wer sagt das? Nicht in der Edition, die ich spiele. Ich spiele einfach die Pirate Edition.